Oh. Warum seid ihr denn so laut euch am Unterhalten? Versteht das man schneiden euch wir dann raus. besser? Da kommt meine Frau. Sollen wir dann das Trailer nehmen, weil es so lustig ist? Ja, Knaller. Ja, ne? Immer so Komm, special. ja. Ich hab gedacht, was Der passiert Hasen denn lacht. da? Boah. Brauchst du nicht rot werden? Danke. Bitte. So ist richtig, Frau mit Futter. Das Brummen ausschneiden wir weg, so als wäre ich hier der Herr im Haus. Und dieses so als wäre ich hier der Herr im Haus bleibt aber wieder drin. Ja, klar, das ist wieder eingefügt. Junge, das ist gerade. So? Nein, ja, so. Ja, jetzt ist ja schön. Das ist gerade, oder was? Ja, klar, Junge. Naja, ich finde, das ist irgendwie auch krumm. Mein Gott, ist das auch eine haklige Scheiße hier. Man kann das auch losdrehen, hallo. Ja, so. So ist auch geil. Drauf gekackt. Ja, Lava-Runde, Junge. Oh ja, Junge. Eins, zwei, drei. Hallo, liebe Tabletop-Freunde. Willkommen nach monatelanger Trockenphase. Zumindest was die Lava-Runde betrifft. War ja noch nicht fertig. Es geht um die Lava-Runde. Ach so. Wir sind mal wieder da und hatten einfach mal Bock, euch an einem ganz normalen Gespräch zwischen dem Deli und der Pfeife teilhaben zu lassen. Genau. Ich habe auch voll die vielen Themen gehabt, die ich Ihnen fragen wollte, die ich auch schon wieder vergessen habe. Ah, ich habe einen geilen aktuellen hier. Oh, geil. Ja, was hören? Ihr saht vor kurzem möglicherweise zwei Videos. Eins davon hieß Wasteland Minis Doppelpunkt Pfeife. Ja. Und dort befand sich ein Kommentar. Oh ja. Oho. Dieser lautete in etwa sinngemäß so, ich will jetzt nicht übertreiben, aber... Nein, was? Nein. Ja, okay, wie lautete der Kommentar denn? Ich kann das selber ja gar nicht, das... Doch, dann kommt auch die Betonung direkt richtig. Komm, Junge. Das ist so eine zweideutige Nummer. Also das ist schon... Ich würd mir wohler dabei sein, wenn in diesem Moment der Aussprache eine Nebelwolke vor mir wäre. Ja, ich dachte, das ist dann ein bisschen... damit du anonym so. Ja. Also da war ein Kommentar. Namen nehmen wir jetzt nicht. Ich finde das ja mega, wenn man uns lustig findet oder gut findet. Kann man das so sagen? Klar. Aber vielleicht war es ja auch von ihm so überspitzt extra. Ich habe da noch eine andere Theorie, aber sag erst. Ich kann das nicht sagen. Also da stand. Ich gucke dieses Video, weil ich Pfeife so geil finde. So. Wie kann man das jetzt sehen? Jetzt kann man ja so und so, ne? Du hast eine Theorie. Oh ja, ja, aber die ist ja noch, also erstmal sind wir jetzt ja dabei, man könnte, okay, jetzt sind wir schon mittendrin, man könnte ja jetzt meinen, es ist einfach so, weil geiler Typ, immer am Start, so yeah, der findet den Style einfach geil, ja? Das wird es auch sehr wahrscheinlich hoffentlich so sein. Denke ich ja auch. Das war auch direkt mein erster Gedanke bei diesem Kommentar. Weswegen ich ja kommentiert hatte, ja, dann guck noch das andere Video, da siehst du auch ganz viel Pfeife. Nur, was sagt es denn über jemanden aus? Der ständig mit seiner Frisur rummacht. Der dann, nur wenn er so einen Kommentar liest, direkt sagt so, was ist er denn für einer? Oh. So jetzt. Also so von hinten. Junge, so von hinten haben wir den Sachen voll reingeknallt. Alter, geil. Also so den so jetzt. Ja, genau den. Ja, Junge, das sind ja auch ein paar Tage seitdem vergangen.
Und man hat sich natürlich schon seine Gedanken gemacht. Hattest du schlaflose Nächte deswegen? Feuchte Träume. Nein, also beruht das auf Gegenseitigkeit. Ich kenne ja seine ganzen anderen Kommentare und ich weiß, dass er das so nicht gemeint hat. Aber es ließ sich sehr wahrscheinlich für die Leute, die jetzt nicht alle seine Kommentare kennen, vielleicht sehr komisch. Ne? Vielleicht. Also ich check schon immer die Leute, die da schreiben und so und hab das auch immer so relativ gut auf dem Kasten, wer ist wie drauf und macht da welche Comments und so. Deswegen Hand ins Feuer für den Kollegen, sag ich mal. Nein. Okay. Ja, dann ist doch alles gut. Ja. Aber was wir euch eigentlich sagen wollen mit diesem Gespräch, bitte mehr von diesen Kommentaren. Da stehen wir drauf. Auf diesen zweideutigen Chat stehst du? Ja, das sowieso. Hallo ist immer nur alles irgendwie so. Ich finde das immer geil, wenn man könnte so rum, aber es könnte auch völlig anders sein. Das ist cool. Also, dann eine Bitte an euch. Schreibt in irgendwelche zweideutigen Kommentare. Bei mir einfach immer raus, so wie er meint, aber bei ihm wird dann wieder was zu rätseln hat, weil er ist ja so der Rätseltyp hier. Oh. Rätsel für dich übrigens. Heute Morgen habe ich Radio gehört. Oh, du hast Radio. Ich weiß was. Was? WDR 4. Nein. WDR 5. Auf dem Weg zur Arbeit. WDR 5 immer geil. Ja. Ja, geht. Nicht immer geil, aber ist auch geil. Ja. Und da war was, wo ich immer meine, wenn ich sowas nicht weiß, jetzt, dann frage ich doch mal den Bro, weil der ist ja so intelligent und so verständnisvoll und zieht sich zurück ins Innere. Erstmal alles durchdenken und so. Genau, erstmal alles, alle Eventualitäten durchgehen, nochmal gegeneinander abwiegen, halt so. Ne? Wobei ich ja immer entweder verstehen oder nicht verstehen wäre so orkisch. Du ja da schon mehr wie so ein Zauberer dran gehst. Jahrelanges Studium. Lektüre von alten Schriftrollen. Was? 2 Jahre bin ich schon hier. Was hast du gehört, was dich zu solchen... Es war eine Redewendung. ...hinweisen? Aha, ja dann. Und es hat sich für mich nicht erschlossen, was sie zu bedeuten hat. Geil, dann. Was gab's denn Nettes, Feines? Jetzt ist sie mir gerade entfallen, scheiße. Warte, es war die Redewendung. Auf den Holzweg. Oh. So. Nein, mein Freund, da bist du aber ganz schön auf dem Holzweg. So. Und jetzt möchte ich dich bitte mal fragen und auch, das fuchst mich, ich komme nicht auf die Antwort. Hast du da eine Theorie? Du bist ja auch immer in sowas sehr bewandert. Also Holzweg, ja. Wo gibt's noch einen Holzweg? Eigentlich als Weg glaube ich gar nicht. Hier so Kai, also wo so Boote anlegen ist Holz. Kai, Boote. Ja, aber das ist ja eigentlich kein Weg, glaube ich. Du gehst doch bestimmt wieder in die Vergangenheit. Das sind ja uralte, überlieferte... Pass auf, Junge. Holzweg. Ja. Also ich weiß zwar ja nicht genau, wann der Bürgersteig erfunden worden ist, aber es gibt ja, wie man ja weiß, durch diverse Fernsehserien oder so, oder auch weil man es in Geschichte hat oder so, keine Ahnung. Ah, er bildet sich durch Fernsehserien. Ich dachte nur mal, wir sollen ja mal hier... Ich wollte jetzt nicht mit irgendwelchen Sachen kommen, die du dann eh nicht irgendwie nachvollziehen kannst, sondern... Oh, deswegen Serien. Ja. Aber dann auch nur die ganz billigen natürlich. Ja, zum Beispiel der Tod. Ist jetzt gar nicht so billig. Also okay. Mhm. Also Wilder Westen. So, ja, da Wilder ist ja, Westen. Man weiß ja im Wilden Westen, also jetzt nicht da irgendwo in der Prärie hier bei Old Shatterhand oder so eine Scheiße, sondern in einer Stadt. Also eine Westernstadt, ja. Wo immer diese Fassaden sind, wisst ihr ja, so, ne? Hier ist Saloon, Hotel, gibt's auf jeden Fall so eine Westernstadt. Ist ja auch alles aus Holz. Ja, aber vor allem dazwischen ist ja eigentlich immer nur so eine Schlammscheiße. Da ist immer irgendwie nur Schlamm und Matsch und alles total kacke. Ja. Da fahren die Kutschen lang, immer alles scheiße. Aber vor den Häusern haben wir ja sogar auch in unserem Wasteland-Puff. Ah, da sind ja immer Holzweg. Holzweg, so.
Jetzt, wobei, warte mal, wenn man jetzt sagt mal auf dem Holzweg, dann wäre das da ja eigentlich was Gutes. Aber da bist du ja auf dem Holzweg, ist ja eigentlich eher, da hast du ja gar keine Ahnung. Nee, oder da läufst du ja gerade falsch. Du enttäuscht mich gerade extrem. Dann, der Holzweg war ja nur der erste Schritt des Bürgersteigs, sag ich mal. Aber dann wurden erfunden Pflastersteine. Ah, und so. Dann war der Holzweg die beschissene Version. Der war eher out, genau, weil man weiß ja, dann ist da rutschig, dann hast du dich auf die Schnauze gelegt, dann hattest du direkt einen Splitter in der Hand. Bei einer Pflasterstraße, no, niemals. Ah, weiß man ja, high quality, so. Und so. Aha. Auf jeden Fall... die guten Menschen durften dann da auf den Pflastersteinen laufen und die ganzen so eher hier Pack und so, ach hier, du kannst mal schön den Holzweg nehmen. Und daher kommt auch der Begriff Holzklasse. Ja, wahrscheinlich. Du also bist Holz ist immer schlechter als und deswegen was musst du da auf diesen Weg laufen. Geil, genau. Das ist die Theorie. Du musst halt hier, ja genau, also Holz ist auf jeden Fall. Das ist das Magische. Ein schlechter. Er hat dann einfach, jetzt ist das für mich total ersichtlich. Also wahrscheinlich jetzt, ist es auch genau, wie ich das gerade sagt, erklärt habe. Holzweg werde ich jetzt immer weißt so warum haben. Holzklasse, billiger Typ. Ich laufe jetzt mal auf dem Holzweg. Fall um, hab einen Splitter im Arm. Genau, du bist auf jeden Fall auf dem falschen Weg. Sack, ganz gefährliche Falsch, falscher Weg, Junge. Der völlig falsche Weg. Bist du also, befindest du dich auf dem Holzweg. Ja. Aber auf... ich dachte gerade, als du angefangen hattest, nicht mit hier auf dem Holzweg, sondern auf den Leim gegangen. Hier auf den Leim gehen. Ja, so bildlich jetzt mal, wie jetzt. Und da habe ich aber eine These. Dass einer auf Leim läuft oder was? Nee, der ist mir auf den Leim gegangen. Ja, eben, der ist mir auf den Leim gegangen. Der ist mir auf den Leim gegangen. Da habe ich aber eine Idee, was das sein könnte, Junge. Hau raus, Junge. Du bist, versetz dich in ein jahrtausende Jahre lang existierenden kleines Lebewesen. Okay, ja, wenn das auf Leim läuft, ist vorbei. Ja, nimm doch nicht die Pointe weg. Fliege, Schreinerei. Oh, Schreinerei, sucht geil. Irgendwas, ja. Irgendwie und fliegt darum, alles total irgendwie am Suchen. Fliegt durch die Schreinerei. Sieht dann da irgendwie was Feuchtes, Glitzerndes. Erinnert sie an Nektar. Mhm. Riecht aber noch voll scheiße. Setzt so, ja, das ist ja später erst. Dann werden sie schon mit dem Rüssel in der Scheiße drin hängen. Ah. Fliegt, kommt zum Landeanflug und zack. Alle sechs Beine schon. Der Sauger, weiß nicht. Ist ja doch nicht geil. Alles total scheiße. Ja. Und dann sagt Meister Eder, na, Fliege, bist du mir auf den Leim gegangen. Ja. Meinst du, der sagt das, noch geiler wäre nicht zu einer Fliege, sondern wenn wir in der Schreinerei sind, da, der hat da gerade was gemacht mit Leim, einen Boden ausgelegt mit Leim, keine Ahnung. Weil man in der Schreinerei einen Leimboden ausgelegt. Ja, hallo. So. Geil. Und jetzt kommt der Lehrling oder irgend so ein anderer Spacko, der da gar keine Ahnung hat, latscht da voll rein und dann sagt er, da bist du mir aber ganz schön auf den Leim gegangen. So. So auch so aufs ganz Schlechte, wie man das kennt aus dem Film. Der tritt rein. Oh, ich bin da kleben geblieben. Dann mit den zweiten, oh je. Jetzt weiß er aber nicht wohin. Dann nimmt er das Bein, was erst kleben geblieben ist, wieder hoch. Dann hat er nur die Socke am Fuß. Oh ja, oh, geil. Ja, sicher. Nochmal ein. Ja, und immer so weiter, bis er dann den nackten Fuß hat. Kennt man ja aus so ganz schlechten Filmen irgendwie. Ja, klar. Aber so ist läuft lustig. Das, glaube ich, immer. Ja. Ja. Und der Meister hat sich dann auch sehr wahrscheinlich da bepisst vor Lachen. Muss zwar alles neu machen danach, ja, aber erstmal und alleine schon nur, weil er wieder dann in dem Moment, wo der Barfuß dann da drauf tritt, kommt er an, da bist du mir aber ganz schön auf den Leim gegangen. So, einfach nur um den sagen. Der hat auch die ganze Zeit sich das angeguckt. Den hat er sich zurechtgelegt. Und dann, weil das damals so ein Knaller war, in dieser Schreinerei, ja, das wurde nach außen getragen. Es war ein Ereignis sondergleichen. Wahrscheinlich waren Leute an dem Fenster, sind gerade am Straßenverkehr vorbeigegangen und haben das mitbekommen, weil sie sich gefragt haben, was macht der kleine Lehrling da? Und warum tut denn der Meister nichts? Und der Meister schon so ganz aufgeregt, bis er dann wirklich nur noch mit dem nackten Fuß da drin war. Und dann die anderen Leute schon guck mal, hier ist was ganz Verrücktes. Hier ist wieder einer. Hier ist was ganz Verrücktes. Weil er das ja wahrscheinlich jedes Jahr, das hat sich so über Jahre so... Da muss ein Lehrling auch immer mal durch. Ja, genau. Das ist so. Genau so war das, Junge. Und deswegen auf den Leim gegangen. Ja, das hat sich bis heute halt... Haben wir dieses Rätsel auch gelöst. Ja.
Mega. Ich hab noch einen. Der ist dann einfacher. Ich hab auch noch einen. Aber mach mal. Ja, weil jetzt Schreinerei und so waren wir jetzt beim Werkstoff. Okay, ne, ganz einfach nochmal. Einfach nur mal unseren alten hier nochmal reinzuhauen. Den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber das ist ja eigentlich logisch. Weil man weiß ja, wenn man den Nagel eben auf den Kopf getroffen hat, ist besser als daneben. Ja. Also oder nicht, so scheiße abgerutscht denken, da. Ja, nicht, dass die Leute denken, dass der Nagel auf den Kopf getroffen hat. Nee. Auf den Nagelkopf. Den Nagel, genau, auf den Nagelkopf, ja. Direkt zwei. Das ist überhaupt gar nicht mittig hier. Ich muss das mal. Junge, direkt zwei. Die sind ähnlich. Oh, geil. Der eine, da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Oh, geil, und, Junge. Und so ähnlich, wobei der ist leichter. Da brat mir doch einer einen Storch. Pfanne verrückt werden. Aber der Hund. Da wird der Hund doch in der Pfanne ja. verrückt. Boah, da habe ich so ein Bild im Kopf. Ja, aber also Alter. So eine große Pfanne habe ich im Kopf. Ja, aber da kann doch keiner einen Hund reintun. Doch, pass auf. Ich habe da so ein Bild im Kopf. Also wenn ich diesen Spruch höre, das hatte ich aber schon früher, wenn ich den Spruch höre. Ich weiß nicht warum. Läuft so ein Film von meinem inneren Auge ab. Eine riesen gusseiserne schwarze Pfanne. Ne, eine große, ja, so ein Wok in riesig. Ja, aber nicht so tief. Nur ein schmaler Rand. Ah, okay. Heißes Fest. So eine Paella-Pfanne. Ja, genau. So weit. Aber ne, groß. Ein riesig, ja. Da drin ist wie so ein Dackel, der aber aussieht wie so ein, kennst du die, die man so aus Luftballons macht? Ja. Also quasi ganz kurze Haare und dann nur wie so eine Bratwurst. Ja, ja, ganz kurze Füße oder eine Kopf. Und das ist so heiß, der liegt da immer so auf der Seite. Und weil das so heiß ist, ob das durch die Hitze ist, ich weiß es nicht. Oder die Körperspannung, auf jeden Fall hüpft der dann immer so hoch, dreht sich auf die andere Seite, kommt wieder auf und dann immer hin und her, weil ihm dann so heiß ist. Also der wendet sich immer so. Ja, und da wird er verrückt in der Pfanne, weil das ja so heiß ist. Ja, aber warum ist der denn da drin? Den hat einer reingetan. Oder der ist da reingefallen und weil der Rand so groß ist und der hat so kurze Beine, kommt der dann wieder raus. Und anstatt dem dann zu helfen, ist dann auch wieder so einer so, ach, guck mal, da wird ja gerade wieder mal der Hund in der Pfanne verrückt. Ja, so. Und der andere sagt dann, hoho, der ist mir aber auf den Leim gegangen. So sehr wahrscheinlich. Ja, sicher. Ja. Okay. Ja, und brat mir einer einen Storch ist dann einfach, weil, warum auch nicht, kannst du ja alles braten eigentlich. Wahrscheinlich, ne? Und wenn da gerade mal ein Storch war... Ja, da brat mir doch mal einer einen Storch. So wird das ja dann immer gemacht. Ja. Ja, wobei, warum sagt man das denn? Also das ist ja so ein Erstaunen auch dann dabei. Ja, ja, und aber das ist ja dann Quatsch. Hat man sich dann damals so gewundert, wenn einem der Gastwirt einer Schenke, also wir sind wieder im Mittelalter so, dann kommt man so da rein, irgendwie total im Arsch. Und dann serviert der Gastwirt dir da irgendwie was und das ist ein Storch, den der gebraten hat. Statt jetzt hier geil Schweinesteak oder keine Ahnung, sowas. Hat man das gemacht, weil der Storch vielleicht da oben gerade genistet hat und man hatte ja eh nicht viel zu essen. Dann damals hat man gab es viele Störche noch. Ja, aber ich glaube, das ist anders. Lass mich mal kurz überlegen. Warum sagt das einer? Da brat mir aber einer doch einen Storch. Warum macht man das? Ja, wenn man sowas, man kann es nicht glauben. Ja, genau, man ist verblüfft. Man kann es nicht glauben, was da gerade, was man da erblickt hat. Ist es vielleicht so, Störche sind sehr scheue Tiere, dass man die nicht gefangen kriegt und wenn du da mal im Mittelalter wenig zu fressen, da warst du froh, wenn du überhaupt ein Stück Fleisch hattest, egal welches Tier, und dann noch einen Storch gebraten. Da bist du mal. Der hat mir einen Storch. Wie hat der. Ja, okay. Das ist eine Überraschung. Ja. Ich habe jetzt mit einem Hühnchen gerechnet oder eine Ente, aber. Ja, aber Alter, ein Storch, Junge. Ein Storch. Ja, da brat mir einer doch einen Storch. Geil. Und so? Ja, das hört sich gut an. Würde ich sagen, oder? Das passt nämlich dann auch mit der Verwunderung. Das geht. Ja, weil er ja da sitzt und er wundert sich jetzt eigentlich so: Gastschenke wird, will nur Kohle machen, kommt eh eigentlich immer nur Scheiß auf den Teller. Ja. Völlig überbezahlt, 30 Golddublonen für einen Wurstentzipfel gebraten. Aber einmal im Leben, irgendwann auf deiner Langreise, ist dir das tatsächlich passiert. Ein Storch, Junge. Ja, er war's. Ihm ist es passiert. Was war? Ihm wurde ein Storch gebraten. Ah nee, das erzählst du doch jetzt. Und dann macht das die Runde. Ja. Global. Und weil es damals im Mittelalter hier nur 20.000 Menschen Weltbevölkerung gab, war das relativ schnell rumerzählt. Und es wurde dann einfach zu so einem Ausspruch. Es hat sich dann so ein bisschen dem hat tatsächlich einer einen Storch gebraten. Und dann hat sich das geändert zu, da brat mir doch einer. Ja, genau. Ja, das macht Sinn. So war es wahrscheinlich.
Ja. Geil. Alles gar nicht so schwierig. Eigentlich. Du musst es einfach nur mal mit Intelligenz hinterfragen. Und dann macht's Sinn. Und dann macht's Sinn. Ja. Junge, jetzt ist das schief. Aber mir egal, ich muss hier essen. Ja, du musst hier essen. Ich musste mir erstmal Essen bestellen, weil ist ja hier jeder für sich und so. So, aber jetzt ist wieder gerade. Ja, Leute, Pizza ist bestellt. Und jetzt gibt's aus der Dose. Mmh, High Quality, immer. Am Start hier, Junge. So, aber wir waren ja bei einem besonderen und bestimmten Thema. Thema war nämlich Sprüche und wo sie herkommen. Oder auch Sprichwörter. Sprichwörtlich, so umgangssprachlich. Wird die ganze Nummer jetzt wieder echt nur das verfranscht haben? Das ist ja immer die gleiche Scheiße. Man soll nicht mal so sprechen. Und dann? Und dann kommst du meistens mit irgendeiner Scheiße um die Ecke und dann ist das alles wieder für den Arsch. Weißt du, dass manche Leute es total für unhöflich erachten, wenn jemand mit vollem Mund redet? Das kommt aber auch an, mit wem man da redet. Ja, du weißt doch nicht, mit wem du hier redest. Die wissen ganz genau, dass ich mit dir in diesem Moment geredet habe. Ach so, das heißt, den kann man ja ruhig so behandeln, weil warum nicht? Ja. Sollen wir das hier nicht einfach mal gepflegt und ordentlich? Das war ja. Jetzt spricht er schon wieder mit unterstützend ist das. Zu meiner sieht aber geil aus. Er soll ja nur repräsentieren meine Erbostheit, der Grad. Der Erbostheit. Hä, je erboster du bist, desto voller der Mund, oder? Weil du jetzt hier dieses Video schon wieder sprengst mit so einer Scheiße. Ich hab das doch, du hast das Thema aufgemacht. Nur weil du immer Radio hörst morgens. Wieso hörst du immer Radio? Andere hören zu der Zeit. Ja, du, da schläfst du noch, du Vollidiot. Stimmt. Naja. Auf dem Treppenabsatz umgedreht. Heißt das so? Ist auf dem Treppenabsatz? Oder nur auf dem Absatz? Ich glaube nur auf dem Absatz umgedreht. So in den Raum kommen, schon noch nicht mal richtig in den Raum kommen, schon dabei so, nee, und wieder weg. So. Dadurch auch Verachtung ausstrahlend, weil man geht ja nicht so, dass die Leute in dem Raum das nicht mitgekriegt hätten, sondern man geht ja schon dieses so, am besten noch so ein. Dabei, ja, so. Du machst so eine kurze Verzögerungs. Ja, und, genau. Und dann. Allgemeine Verwirrung. Weil was. Ja, was ist denn hier falsch? Was ist denn jetzt so? Er sagt aber nichts. Einfach. Durch die Verwirrung und dann in dem Moment, wo sie eigentlich darauf reagieren können, umdrehen, auf dem Absatz und schön die Szene machen und gehen. Genau so. Geil, das ist eigentlich ein cooler Abgang. Oh, aber dann echt auf so einen harten Absatz. So. Wo du auch so einen geilen Dreher machst. Weißt du, ich meine, mit Schwung. Ja. Geht mit so Dingern ja nicht. Die das aber können, professionell, also es gibt ja Leute, gab ja Leute früher in der Gesellschaft, so diese sogenannten auf dem Absatz Umdreher, die haben das natürlich auch geübt, weil die sind reingekommen, haben nur kurz ihre Missbilligung zum Ausdruck gebracht und haben sich dann auch, wenn die sich gedreht haben, aber exakt 180 Grad, ja, aber sowas und dann aber mit klackernden Absätzen wieder raus. So. Weil in den damaligen Clubs so, englische Clubs und so, hier Gentleman's Lounge und so, da war ja auch alles immer so Parkett. Das heißt, es kommt auch noch richtig geil mit den Absätzen, weißt du so. Und da musst du es mit den 180 auch drauf haben. Ja. Weil die Drehung ist auf einmal, die kriegt ja so einen Affenzahn. Weil bringt ja nichts, wenn du auf einmal. Dann stehst du wieder da so. Oh, nee. So, und dann ist natürlich die ganze Show mit so Nummer, ja. Und das ist eigentlich das Schwierige. Das meinst du, was sie früher sehr wahrscheinlich geübt haben, für diesen einen Moment? Ja, sicher. Ja. Da macht man sich heute gar keinen Kopf mehr drüber. Die haben sehr wahrscheinlich stundenlang vor so einem Spiegel oder. Das geübt, ja klar. Dann haben die auch extra den genau selben Boden sich zu Hause vor dem Spiegel legen lassen, weil sonst. So auf einen Quadratmeter nur. Ja, ja, klar. Immer nur so zum Üben, weil sonst ist das ja irgendwie ein anderer Effekt und so. Welcher Holz. Schreiner Verlegemeister hat diesen Boden gelegt. Recherchiere es. So, und dann irgendwann so, hey, lieber Bozia, ich habe ihn gefunden. Und dann wird er eingefahren mit einer Kutsche und allen Pompösitäten. Und das ist eigentlich
das ist dann eigentlich die Königsdisziplin. Wenn du irgendwo hast du irgendwie komplett einen Raum gemacht und dann kommt aber einer und der möchte genau den Raum im Quadratmeter, als Quadratmeter vor seinem Spiegel haben, dann hast du es geschafft. Ja. Das ist so wie eine Auszeichnung. Ja, ja, sicher. Weil, ne, man ist ja nur, also, weißt du, so kleinere Clubs, da interessiert ja keinen, ob da jetzt einer hingeht oder nicht oder so. Ja. Ich meine, was soll's, aber. Ne? Gentleman's Lounge. Oh ja. Hm. Und was hast du? Ja, ich habe zu Hause den. Ja, genau. Weil manche Clubs sind nämlich nur reingekommen, wenn du schon in einer gewissen Kaste oder wie soll man sagen. Ja, ja. Ne? Was? Gesellschaftlich so anerkennen. Dann vorher wusstest du ja gar nicht, welcher Boden liegt da. Ist was für Insider. Und dann immer so ein Bro, wenn er gekommen ist, erstmal im Spiegel so: Boah, Alter, das ist ja von der 123. Avenue hier aus dem Lions Gentlemen's Club. ja, mit dem da musst du wegen der Ölung, Junge. Ja, das hat aber auch richtig Stein. Brauchst du mir gar nicht erzählen? Geile Nummer, Bro. Und dann zeigte ihm einen und dann sagt er, boah, darf ich auch mal? Und der ist den Boden und diese Politur ja gar nicht gewöhnt. Der legt sich erstmal direkt. Legt sich auf Fresse oder kriegt halt nicht hin und dann ist das so ein Battle. So. Das sind die Anfänge überhaupt von Breakdance übrigens. Ja, sicher. Um nochmal die Brücke zu bekommen. Stundenlang standen die da vor dem Spiegel und haben immer. Aber bis die Drehung dann geklappt hat, immer 3 Grad zu weit. Das hat man auch sofort gesehen. Also der jeweils andere hat direkt gesehen, ach, schon wieder nicht. Oh, Junge. In den Zeiten hat man ja auch ein geschultes Auge für die Sachen. Ja. Ja. Also es gab damals schon durchaus wichtige gesellschaftliche Themen. Das steht mal fest. Absolut. Und deswegen, pass auf, wurde vielleicht auch alles mit heißer Nadel gestrickt. Mmh. Einer meiner Lieblings. Mit heißer Nadel stricken. Boah, wenn dann einer zu mir sagt, ne? Hast du nicht auch so gearbeitet, immer so oft mit heißer Nadel gestrickt? So? Das ist sowas von behindert. Ich meine, jeder weiß, was das bedeutet, aber das finde ich so, es passt gut, aber ich benutze es selber nicht. Ich finde diese Aussage total behindert. Wieso denn? Weil eine Nadel, wenn die heiß ist, kannst du die nicht anfassen, oder was ist das Problem? Oder ist es einfach nicht dein Style, weil bei dir ist ja immer alles High Quality, da ist nichts mit heißer Nadel gestrickt. So. Heiße Nadel gestrickt bedeutet ja, du hast die Maschine. Ne, diese Nähmaschine auf so Ultraspeed getuned, ne? Ja, also überlastet schon. Weil, ich sag mal so, ne, für irgendwas in einem Muskelkraft, wer alte Singer-Nähmaschinen kennt, weiß, dass unten in einem Wippedal war, wodurch sich über eine Übertragungsrolle auf den Nadel hoch runter war. Ja. Genau, du hast unten mit den Füßen so gemacht und dann macht die Nadel immer so zack, 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 zack. Aber Junge, wenn dir links davon der Arsch geblüht hat, weil du warst davor einen Tag krank und du hattest eine Änderungsschneiderei und bis zur Decke haben sich da die Hosensäume gestapelt, dann musstest du Kette geben. Vollgas. Genau. Ja. Also hast du da das Pedal gedrückt, bis der letzte Henker gejubelt hat, bis er gefeiert hat, der auch wieder am Fenster so boah. Und immer er wieder. So, dadurch Reibung. Erzeugt Hitze, wie man weiß, heiße Nadel. Aber mit heißer Nadel geschnitten bedeutet gleichzeitig auch fast, ultra fast, aber sehr wahrscheinlich auch nicht so genau. Und das hat sich dann so. Kann ja nicht, wenn du da unten auf diesem Pedal die ganze Zeit. Du musst ja voll Kette geben und dann geht das, der Vorschub ist ja auch da. Ja, du musst dann auch schnell gehen. Aber es geht ja immer so, wie man weiß, bei einer Nähmaschine. Und transportiert natürlich das Werkstück, in dem Falle Stoff oder Leder, nach hinten. So, und man muss ja nur noch die Spur halten, aber wenn das so fast ist, kann man die Spur manchmal nicht halten. Und deswegen heißt das oft so, oh, das wird aber mit heißer Nadel geschickt. Hat man dann gesehen, weil immer mal an dem Saum so ein bisschen so wieder ein, so an der Seite und dann so, ach, da hat mal wieder jemand mit heißer, so. Genau. Ja. Also auf schnell wieder hier irgendwie was da hingeklatscht, huschi huschi, aber nicht ordentlich. Auch nicht geil, ja. Mit heißer Nadel gestrickt. Ja, mit heißer Nadel. Den konnte ich dir jetzt mal erklären. Dann habe ich noch einen, da habe ich auch überhaupt keine Idee, weil das ein vollkommen, ich verstehe es nicht. Ist es sinnfrei oder? Ja, keine Ahnung, für mich ist es sinnfrei, für andere vielleicht nicht. Und zwar, des Pudels Kern. Habe ich aber noch nie gehört. Gibt's aber. Was? Ja, ist das so die Essenz aller Dinge oder so, aber warum dann in einem Pudel? Ich meine, Pudel ist voll der komische, hässliche Hund. Pudels Kern? Ja. Muss ich passen, habe ich noch nie gehört. Hm.
Ich bin nur des Wahnsinns fette Beute. So, der erschließt sich mir nicht, Junge. Was ist denn mit dir, bitte? Bist du denn des Wahnsinns fette Beute? Ja, wir, pass auf. Wir befinden uns hier im viktorianischen Zeitalter. Und da war es ja so, dass es so, ich sage jetzt einfach mal, dass das die Zeit war, da ist das mit diesen ganzen Kliniken aufgekommen. Also wenn du zum Beispiel jemanden in deiner Familie hattest, der irre war, also natürlich musst du Geld gehabt haben und so, weil sonst hat das ja keine Sau interessiert, aber du hattest jetzt einen in der Familie, der irre war. Und sowas gab es in allen Familien hier. Ach, Tante Inge, die ist ja immer ein bisschen so, ja. Die ist ja immer ein bisschen irre. Genau, aber weil man ja jetzt einen gewissen Titel hatte, weil zum Beispiel der Mann ja alleine schon in dem Club der 123. Street war, hier mit dem geilen Parkett und so. Selbe Zeit übrigens. Die ist wahrscheinlich irre geworden, weil er die ganze Zeit sich immer da einen macht und immer so, schon wieder 2 Grad. So. Und dann, wenn der Bro von dem gekommen ist, auch immer. Und dann ging dann immer richtig. Also auf jeden Fall ist die irgendwann irre geworden. Wir treffen uns zum Hackendrehen. Dann Mittwoch kommt der auf dem Absatz Kern zu machen. So. Ja, und auf jeden Fall jetzt, also so eine Tante hatte jeder irgendwie in der Familie damals, die ist in so eine Anstalt gekommen, ja, Besserungsanstalt von mir aus, vielleicht auch Entzugsklinik, weil ist völlig egal. Aber man hatte damals hochwissenschaftliche Methoden erforscht, wie man jetzt dem Wahnsinn beikommen könnte, ja, oder auch so, da war ja alles hier, hatte Epilepsie, irgend so Anfälle, ja, Junge, da haben die gedacht, was ist denn mit dem? So, Wahnsinn, ja. Also, direkt rein in so eine Irrenanstalt, rein da, und dann wurde da rumprobiert, therapiert, hier Elektroschocktherapie, irgendwann hat sie aufgekommen. Worauf du hinaus sitzt. Geil, erzähl weiter. So, und das ist sehr geil. Weil ja auch jeder irgendwie so jemanden in der Familie hatte. Also Wahnsinn war was völlig Natürliches so in der Gesellschaft. Kam auch vor, weil oft wurde man sofort als Wahnsinniger abgestellt. Ja, und jeder wusste auch direkt so, ach, hier der Wahnsinnige wieder so. Und weil man, also wenn man das noch steigern wollte, ja, so von wegen nicht einfach nur, ach guck mal, das ist wieder so ein Wahnsinniger oder der ist doch Bekloppter oder so. Nee, selbst einer, der versucht auf einer Oboe zu spielen und schiebe Töne spielt, war wahnsinnig. Ja, natürlich. Aber so, vielleicht. Ja. Aber auf jeden Fall, wenn man das steigern wollte, hat man gesagt, das ist aber mal wieder, oder da hat der Wahnsinn aber mal wieder fette Beute gemacht, so, weißt du, so, um zu zeigen, so, boah, Junge, der ist aber mal so richtig durch, so. Echt? Ja. Das ist die Theorie. Ja, ich hätte gedacht, Alter, du hast zum Ende nochmal eine Kurve gemacht. Du hast nur einen anderen. Ja, komm mal hier mehr ins Bild, Bro. Aber ich hatte gerade, wir hätten gerade wieder eine Kopplung unserer Synapsen. Oh, nee, das ist mal auf dem Nee, überhaupt nicht. Also, weil du ja auch am Anfang sagtest, so, da kamen ja auch die ganzen Institute und die Kliniken auf, so die Ärzte und die Hochgelehrten. Ja, klar. Halbgötter in Weiß. Ja, sicher, auch immer mit so wissenschaftlichen neuen Methoden. Thesen. Ja. Auch. Ne? Immer so Geschwafel, Herr Doktor. Der Herr Doktor hat gesagt. Ich habe da ein Heilmittel, eine Tinktur. Der kann wieder gehen. Ja. Ich kann wieder sehen. So, aber da wären wir jetzt wieder woanders. Auf jeden Fall viktorianisches Zeitalter. Klinik machen auf, schmiedeeiserne Gusttore, London, 1800. Regen sowieso, diese Gaslampen. Reflektierende Kopfflaschen. Zylinder. Ja. Umhänge, Mäntel. Ja. Skalpelle. Gehstock. Sehr geil. Mit Kopf eines Wolfes. Sicher. Mysteriös. Ja. Auf jeden Fall bauen diese Pilze. Kommen diese, Krematorien ist da verwandelt. Es gibt aber noch Sanatorien. Oh, ja, genau. Werden da aus den Boden gestampft, weil man gemerkt hat, so alle haben irgendwas, jeder meint, der ist irre, irgendwie hier und da. Da machen wir fette Beute. So. Ah. Und die Ärzte alle so, oh geil, und sofort alle abgestempelt hier und da, dann noch eine lobotomisiert hier schön hier alles, ja. Der macht dann auch keinen Stress mehr. Nee, genau, so. Weil ist ja irre, haben wir geheilt, also sitzt dann nur noch so, aber ist geheilt, ja. Stromtherapie und so, kennt alles man so. Alles was. Ja. Und weil das natürlich so hochkomplizierte wissenschaftliche Eingriffe waren, haben die natürlich auch richtig Asche gekostet und so konnte man
an dem Wahnsinn fette Beute. Des Wahnsinns fette Beute. Oh geil, deswegen auch mit fetter Ausbeutung. Ja, so. Meinst du, dann haben auch so Leute, als sie das dann mal irgendwann gecheckt haben oder Einzelne, die so dachten, nee, die machen damit ja nur Kohle, dann haben die so oben auf dem Hügel das Haus von dem Herrn Professor gesehen, so alles ja, voll auf Style und schick und so. Dunkle Blitze. Genau, und dann hat man dazu gesagt, ach ja, das ist ja auch des Wahnsinns fette Beute, ja, weil nur durch den Wahnsinn hat er ja diese fette ja, Beute. Und es steht ihm auch zu, weil er hat so viele geheilt. Also es war auch nicht so irgendwie, dass man sagte, oh, der Penner hat voll die fette Hütte rum. Nee, es war auch so, ja, das ist der Doktor. Er ja, hat aber es war schon unverschämt, wie viel Kohle er damit gemacht hat. Deswegen hatte man ja auch von Beute gesprochen, ja, weil Beute ist ja immer was du so einem wegnimmst ja, oder ja, so hab ich gefunden, ja, ist alles ja, meins, so, weißt du, so. Da ging man unten vorbei an dem Anwesen, sagst du. Und dann sagte man zu sich, am Sonntagsspaziermittags, Spaziergangstag, kurz vor dem Kuchen und Tee, auf kleinen Tellern mit Rüschen, Wohnzimmer, Goldrand, Kamin, Leute, die dir was anreichen, gut situierte Mittelschicht. Aber oben auf dem Berge, schau mal. Das ist das Wahnsinns fette Beute. Ja. So? Genau so. Ja, Junge. Ja. Wir haben es geknallt. Das ist das Wahnsinns fette Beute, Junge. Das ist sehr geil. Ja. Also wie ihr seht, wir sind auch viel geiler eigentlich als Sherlock Holmes, weil wir gerade bei viktorianisches Zeitalter sind. Wir knacken jedes ja, Rätsel. Und vor allem, was ich auch so gut und wichtig finde an diesem Video, deswegen auch, das sollte in die Annalen der Geschichte eingehen. Das könnte man dann ja auch nochmal. Er hat gesagt. Aber es ist auch genauso. Genauso wie wir es alles hier erklärt haben. Das ist völlig logisch. Also, das steht außer Frage, würde ich sagen, oder? Weil wir haben es ja hergeleitet. Hallo. So? Ich weiß gar nicht, wie man da dran rütteln könnte. Ja. Alles. Also, wir haben ja sogar die ganzen Details genannt, ja? Also, ja, nicht einfach hier in den Raum geschmissen, viktorianisches Zeitalter. Nee, direkt mit Beschreibungen. Also, wenn das nicht wissenschaftlich ja, fundiert ist. Also wenn man das genau mal nachrecherchieren könnte, würde man sehr wahrscheinlich, wenn man alte Akten und sowas durchforstet, würde man sehr wahrscheinlich genau irgendein Dorf finden, wo dieser gebaute Tempel des Wahnsinns fette Beute gestanden haben könnte. Oder wo das erste Mal ja, dieser Ausspruch aufgekommen ja, ist, wo Leute so, ach ja, das ist ja das Wahnsinn. Aber das ja, ist dann, wer das so intensiv wissen möchte, das geben wir jetzt gerne mal ab, das soll er sich dann gerne selber mal drum kümmern. Ja. Weil wir sind nicht für alles. Wenn wir das bei jedem nee, Ding machen würden, ja Leute, dann können wir ja zu nichts mehr. Ja. Und es ist ja auch so, wir wollen ja jetzt nicht einfach alle Mysterien aufklären, die es gibt auf der Welt. Wir haben ja jetzt schon eine Menge, also da waren jetzt bestimmt ein paar bei, wo ihr Zuschauer sagt, so, Junge, jetzt habe ich das verstanden, so. Aber das wollen wir ja nicht bei allem, weil es soll ja auch noch ein bisschen ja, mysteriös ja, sein. Was wäre das Leben ohne das gewissen Quäntchen Salz in der Suppe? Na, das gewisse Etwas. Ja, ja, ja was? Ja, etwas. So. Das ist eigentlich mit dem Ausruf Zapalot, das ist mir gerade so gekommen. Zapperlott. Kennst du aber, oder? Ja klar, Zapperlott kenn ich. Das ist aber Zappenduster ja, jetzt. Ja, Zappenduster kenne ich auch. Ist ja, Zappen. Was ist ein Zappen? Ein Zappen. Ja. Da ist aber Zappenduster hier. Na? Da ist nicht nur Ende, sondern da ist... noch richtig Schicht im Schacht. Aber, ja, Schicht im Schacht. Ja, aber okay, aber der ist ja relativ, ne? Ja. Aber Zappen... Was ist ein Zappen? Ist schon gar nicht schlecht. Ne? Musst du dann so, wenn du so hier Hangman oder so Scrabble spielst, so, ja, Zappen... So als Wort einfach. Ja, das stimmt. Oh, mal eben raus. Hallo. Hi. Jetzt halt was schon perfekt fallen. Ja, hier. Ja, tschüss. 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 Ja. Also ich fand heute die Laberrunde ganz gut. Bis auf, dass wir eigentlich nichts Konkretes gesagt haben. Hallo? Klar haben wir ganz. Was haben wir denn. Also, was haben wir denn nicht gesagt, ist eher die Frage. Hör doch mal auf, so komisch zu reden. Nimm das doch jetzt mal ernst. Wir haben jetzt wirklich wieder nichts gesagt. Ja, was wolltest du denn gerne sagen? Ich weiß nicht. Normalerweise entsteht ja immer irgendwas. Ist jetzt auch passiert, aber. Aber nicht das. Ich glaube, das ging jetzt zu weit.